Sie wissen, wir sind mittlerweile schon fast ein Jahr gefordert mit der Pandemiebekämpfung. Das ist nicht nur fordernd, sondern teilweise auch ermüdend. Und es ist in den letzten Wochen definitiv schwieriger und auch diffuser geworden. Mutationen sind Herausforderungen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, die uns weltweit betreffen, die uns in Europa fordern und insbesondere auch in Österreich. Auf unserem Kontinent, in der Europäischen Union, setzen sich vor allem im Moment die britische und leider auch die südafrikanische Mutation durch. Nicht anders ist das derzeit in Österreich. In den meisten Teilen Österreichs setzt sich mehr und mehr die britische Mutation durch und in Tirol die südafrikanische. Es gab in den letzten Tagen eine sehr emotionale Debatte zur Frage der Mutationen und zur Frage, wie richtig damit umgehen. Und ich glaube, gerade in so einer emotionalen Debatte braucht es einen ruhigen Blick und vor allem auch die Auseinandersetzung mit Fakten, um eine Versachlichung auch der Diskussion sicherstellen zu können. Und ich möchte daher zunächst mit ein paar Fakten zu den Mutationen beginnen, bevor ich Ihnen sage, wie wir jetzt vorhaben, damit umzugehen. Erstens, beide Mutationen sind ansteckender. Sowohl die britische als auch die südafrikanische Mutation sind laut der Wissenschaft wahrscheinlich um rund ein Drittel ansteckender. Und das macht sie gefährlicher und für uns alle herausfordernder. Zweitens, der große Unterschied ist, die britische Mutation scheint vollständig von der Impfung abgedeckt zu sein. Die südafrikanische Variante ist hier eine extreme Herausforderung. Erste Studien zeigen, dass AstraZeneca deutlich weniger Wirkung zeigt bei der südafrikanischen Mutation. Das ist ein großes Problem, weil 50% oder fast 50% des Impfstoffes, den wir bis Sommer geliefert werden, von AstraZeneca kommt. Und insofern ist die südafrikanische Variante anders zu behandeln und stellt uns vor eine enorme Herausforderung. Wir müssen daher alles tun, um die Ausbreitung dieser Variante zu verhindern, wenn das nicht gelingt, die Ausbreitung zumindest zu verlangsamen. Ich weiß, dass manche sagen, naja, die Impfstoffe, die werden ja ohnehin adaptiert. Die wirken ja dann irgendwann eh für alle Varianten. Das ist vollkommen korrekt, aber ich bin in Kontakt mit allen Chefs der großen Impfstofflieferanten und Pharmahersteller und wenn man da genau zuhört, dann hört man heraus, dass diese Adaptierungen im Regelfall Monate brauchen werden. Wenn sich so eine Mutation wie die südafrikanische daher schnell und stark ausbreitet, dann kostet das viele Menschen ihr Leben und der Weg zur Normalität, der wird sich noch einmal um Monate verzögern. In Österreich ist die Situation bisher wie folgt. Wir haben einzelne Fälle der südafrikanischen Mutation quer durch Österreich verteilt. Und wir haben eine besondere Situation in Tirol. Bisher 400 Verdachtsfälle dieser Variante. 293 wurden bestätigt. Und das Relevanteste, über 120 sind derzeit aktiv. Die Masse davon im Bezirk Schwarz. Aufgrund dieser Fakten kann es für uns alle in Österreich nur zwei Ziele geben, nämlich erstens die Ausbreitung in Tirol zu verhindern, dass vom Bezirk Schwarz und anderen betroffenen Gebieten sich dieses Virus innerhalb Tirols weiter ausbreitet. Und zum Zweiten darüber hinaus alles zu tun, um die Ausbreitung auf andere Teile Österreichs zu verhindern oder wie vorhin schon gesagt, zumindest zu verlangsamen. Wir haben uns daher in der Bundesregierung entschieden, die Mobilität aus und nach Tirol einzuschränken. Von Reisen aus und nach Tirol wird derzeit abgeraten. Und darüber hinaus haben wir uns für eine zeitlich befristete zusätzliche Notwendigkeit entschieden. Nämlich Fahrten aus Tirol
werden künftig nur noch mit einem verpflichtenden negativen Corona-Test möglich sein. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Diese Maßnahme wird mit Freitag in Kraft treten und ist für 10 Tage befristet. Sie gilt nicht für Osttirol, da Osttirol derzeit kaum betroffen ist. Diese Maßnahme ist mit dem Landeshauptmann Günter Platter und der Tiroler Landesregierung besprochen und wird im Moment auch gerade von den Behörden gemeinsam mit den Tiroler Behörden vorbereitet, um sie zügig umzusetzen. Ich danke dem Gesundheitsminister und dem Innenminister, die hier die Hauptverantwortung tragen, aber natürlich auch den Tiroler Behörden, die hier mit dem Innenministerium und dem Gesundheitsministerium zusammenarbeiten. Das ist eine zeitlich befristete, aber notwendige Maßnahme, um die Ausbreitung so gut als möglich zu verhindern. Jetzt aber zum zweiten Punkt, nämlich zur Situation in Tirol und zum Schutz der Tirolerinnen und Tiroler, denn das ist mindestens genauso wichtig, die sind nämlich akut und unmittelbar betroffen. Landeshauptmann Günter Platter und die Landesregierung haben ein Paket vorgelegt, mit dem auf massives Testen gesetzt wird. Und das ist der absolut richtige Weg. Wir haben daher vereinbart, dass auch Kräfte des österreichischen Bundesheers bereitstehen, um diese massiven Testungen zu unterstützen. Die Masse der Fälle ist im Bezirk Schwarz. Und daher bin ich froh, wenn es hier auch weitere Maßnahmen gibt, um eine Ausbreitung auf andere Teile Tirols so gut als möglich zu verhindern. Erlauben Sie mir, sehr geehrte Damen und Herren, abschließend vielleicht noch ein paar Worte, nachdem die Debatte in den letzten Tagen mir scheint sehr emotional, manchmal vielleicht sogar zu emotional geführt worden ist. Erstens ist mir wichtig festzuhalten, niemand ist schuld daran, dass es Mutationen gibt. Zweitens, niemand kann sich aussuchen, mit welchen Mutationen er zu kämpfen hat. Und drittens, nach einem Jahr Pandemie ist es kein Wunder, dass es eine massive Müdigkeit im Kampf gegen die Pandemie gibt. Aber, und der Punkt ist der wichtigste, wir haben eine Verantwortung, quer durch Österreich Mutationen, bei denen die Impfung schlechter oder vielleicht kaum wirkt, so gut wie möglich zu bekämpfen. Wenn es uns nicht gelingt, dann hat das erstens massive Auswirkungen auf unser aller Gesundheit, weil Teile des Impfstoffes dann wenig Wirkung haben. Zweitens, weniger Wirkung des Impfstoffes bedeutet auch eine spätere Rückkehr zur Normalität. Das kann sich um Monate verzögern. Das wollen wir nicht. Und zum Dritten, gerade für ein Land, das weltweit sehr gut vernetzt ist, das sehr international ist und das auch stark vom Tourismus lebt, ist es auch wichtig, dass sich nicht Mutationen ausbreiten, gegen die die Impfung der Urlauber, die hier zu uns kommen wollen, um ihren Urlaub in Österreich zu verbringen, nicht wirkt, denn die werden sonst nicht kommen können. 50% der Europäerinnen und Europäer werden mit AstraZeneca in den nächsten Monaten geimpft werden. Wenn dieser Wirkstoff weniger wirkt, dann muss uns bewusst sein, dass diese Mutationen, dass diese Varianten für uns brandgefährlich sind. Zu guter Letzt, all das, was wir hier besprechen, ist nicht eine Schuldfrage, sondern eine Sachfrage. Tirol liegt in der 7-Tage-Inzidenz unter dem Österreich-Schnitt. Es liegt besser als viele andere Bundesländer. Aber der Ausbruch der südafrikanischen Variante in Tirol ist der größte derzeit bekannte in der Europäischen Union und dementsprechend muss er auch bekämpft werden in Tirol und natürlich auch, was die Ausbreitung darüber hinaus betrifft, in ganz Österreich.